Hallo, ja, die Ente hat es hinter sich, ist aber kein Grund, die wegzuschmeißen. Man kann aus sowas noch einen ganz tollen Fond machen oder eine Brühe. In meinem Fall mache ich daraus Entensirup, also im Prinzip eine konzentrierte Entenbrühe. Nicht einfach nur aus Prinzip, weil man das machen kann, sondern weil man dann für die nächste Ente wieder eine gute Basis für eine ja, sehr schmackhafte Soße hat, die eben wirklich nach Ente schmeckt. Da braucht man dann keine Hilfsmittel für, keine Gewürzmischung, keine Fertigsoße und so weiter. Wie das geht, zeige ich jetzt. Also, das Teil ist schon recht weit zerlegt. Das ist auch wichtig, denn man möchte beim Herstellen einer Brühe aus solchen Knochen möglichst wenig Wasser benutzen. Deswegen werde ich das teilweise hier auch, wenn es brutal aussehen mag, nochmal zerbrechen, damit wirklich das kompakt gepackt werden kann in einen großen Topf. Und dementsprechend nicht so viel Wasser eingefügt werden muss. Man kann alles da reinschmeißen von der Ente, das heißt auch etwaige Fett, Knorpel und Fleischreste. Das ist sogar sehr gut. Das schmeckt dann nach noch mehr. Und hinterher wird das dann alles reduziert. Und da es schon häufiger Fragen dazu gab, Felix, wie reduziert man eigentlich? Werde ich das dann auch ausführlich zeigen, auch wenn es da eigentlich nichts zu zeigen gibt. Denn es wird wie immer einfach nur heiß gemacht. So, ist noch der Hals. Auch sehr lecker, aber auch nichts mehr dran. Teil von der Brust. Hier noch die Flügel. Das kann ich jetzt so nicht zerbrechen. Wie gesagt, möglichst eng packen. Das Schlüsselbein. So, und die Fleischreste auch noch oben drauf. Diese Stücke, wo hauptsächlich Fett dran ist. Hier sind jetzt noch ein paar Apfelstücke dabei. Der Apfel steckte vorher in der Ente drin. Auch das kann ruhig mit in die Brühe rein. Das gibt ja auch ein bisschen Geschmack, so eine leichte Süße, die passt sehr gut dazu. Also alles, was im Prinzip am Entenbraten dran war. So, ich wasche mir kurz die Hände. So sieht das Ganze aus. Man kann das jetzt nochmal runterpressen und drücken. Das mache ich jetzt nicht. Das kommt einfach auf den Herd. Etwas Wasser dazu. Ja, noch etwas mehr Wasser. So versuche ich das erstmal. Das ist jetzt nicht ganz bedeckt. Im Wesentlichen geht es darum, dass sämtliche Teile, das Fleisch und die Knochen, im Wasser gekocht werden, ausgekocht werden, sodass der Geschmack eben ins Wasser übergeht. Wenn man jetzt sehr viel Wasser nimmt, ist das kein Beinbruch. Da muss man nur hinterher umso mehr reduzieren, also mehr Energie aufwenden, um das Wasser wieder zu verdampfen, damit der Geschmack nur übrig bleibt. Ich werde es jetzt so machen, dass ich zwischendurch einfach mal umrühre und die Sachen umdrehe, die von unten nach oben und die von oben nach unten setze. Und dann habe ich im Prinzip den gleichen Effekt und muss nicht ganz so viel Wasser einsetzen. Jetzt schalte ich den Herd einfach ein, bringe das Ganze zum Köcheln, erstmal auf Stufe 9. Wenn es dann köchelt, setze ich es runter auf Stufe 3, je nachdem, was der Topf und Herd so verlangt. Und dann, das war die falsche Platte. Und dann wird nach ungefähr 2 Stunden werden die Knochen und das Fleisch und alle festen Teile rausgenommen und dann wird es reduziert. Das heißt, weiter blubbern oder brodeln gelassen, bis eben noch ein bisschen übrig ist. Das zeige ich dann später. Bis dann! Ja, 2 Stunden später, man sieht es, der Flüssigkeitsspiegel ist schon sehr stark gesunken. Das ist jetzt ausreichend ausgekocht. Ich hatte zwischendurch umgerührt und wenn sich jetzt jemand fragt, warum das plötzlich ein anderer Topf ist, den musste ich austauschen. Der andere war geliehen, der passte gar nicht für Induktionsfelder. Ich werde das jetzt durch ein Sieb kippen in einen kleineren Topf. Ich werde das über dem Waschbecken machen, damit die ganze Schweinerei, die dabei entsteht, zwangsläufig nicht ganz so wild ist. Man kann das auch mit einem größeren Sieb und einem größeren Topf machen, habe ich aber gar nicht da. Es wird jetzt also viel daneben fallen, ist ja nicht schlimm. Ist also wichtig, dass die Flüssigkeit übrig bleibt, dass die festen Teile rauskommen. Einerseits, weil es Knochenstückchen sind, andererseits aber auch, weil da Teile drin sind, die beim Erhitzen vielleicht noch Bitterstoffe abgeben, so kleine Gemüsereste. Das ist ganz wichtig, dass die nicht mit da reingeraten. Ich hatte es gesagt, es gibt eine tierische Schweinerei.
So, da haben wir es. Da ist die Flüssigkeit, die wird jetzt so lange gekocht, bis genug Wasser verdampft, dass es richtig dick ist, so ein Sirup. Ich selbst werde das dann einfrieren, bis ich die nächste Ente esse. Und das wird dann die Grundlage für die nächste Soße, das hatte ich vorhin schon gesagt. Man kann so aber natürlich auch als Grundlage für eine Brühe nehmen oder für eine Suppe. Dann hat man eben eine Entensuppe, gibt es ja auch nicht alle Tage. Eine Sache noch kurz. Viele Menschen stecken in ihre Brühe noch Brühgemüse oder Suppengemüse mit rein, Sellerie, Karotten und so weiter. Kann man alles machen, bin ich jetzt für die Ente nicht so ein großer Fan von. Aber auch da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass bevor man das reduziert, bevor man diese sehr hohe Hitze über lange Zeit appliziert, wie man in Neudeutsch so schön sagt, dass das Gemüse rauskommt, sonst wird es bitter und das Ganze schmeckt nicht mehr. Ich werde jetzt den Herd einschalten, da guckt man zwischendurch immer mal wieder in den Topf. Und je tiefer der Pegel sinkt, desto schneller verpufft das Zeug. Also kurz vor Schluss nicht sagen, nochmal eben kurz 5 Minuten gehen. Das ist meistens dann nach einer Minute angebrannt. Bis später! So, es hat nur 10 Minuten gedauert, dann ist nur noch so ein bisschen übrig. Es hat jetzt diese sirupartige Konsistenz, ist also stark reduziert. Man kann das später wieder mit Wasser verdünnen. Da hat man eben diese Suppe oder es, wie gesagt, als Soße benutzen. Auch da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser dazu. So als Sirup ist es jetzt extrem kräftig. Es ist auch nicht weiter gewürzt, denn beim Zubereiten der Ente war ja schon ein bisschen Salz mit im Spiel. Auf gar keinen Fall so eine Soße oder so eine Brühe vor dem Reduzieren würzen. Speziell Salz wird dann ganz stark konzentriert und das Ganze ist hinterher nicht mehr brauchbar und immer noch sehr heiß. Ich gebe das jetzt in ein kleines Beutelchen. Habe ich hier aufgebaut. Also flüssiges Gold sozusagen. Und wird bei mir auch so gewertschätzt. Und zwar jeder Tropfen. Ich kratze das gleich noch aus. Aber das muss ich ja nicht unbedingt zeigen. Man hat dann am Ende so einen kleinen Beutel. Den verschweiße ich und friere den ein. Und zur nächsten Ente, hoffentlich möglichst bald, gibt es dann extra viel Soße. So einfach ist es mit dem Herstellen einer Soße aus Knochen. Das geht mit jedem Tier grundsätzlich. Funktioniert auch immer genau gleich. Ist also überhaupt keine Zauberei. Einfach Wasser dazu, auskochen 2-3 Stunden. Die Knochen rausnehmen, reduzieren einfach durch Hitze, das heißt lange kochen, bis genug Wasser verdampft ist. Und dann war es das schon. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.